Hi, ich bin der Michael von der Mattfell GmbH und freue mich schon mal, dass ihr euch für unser Produkt entschieden habt. Und jetzt möchte ich euch die Anlage, die Zweidrahtbus, auch mal zeigen. In dem Fall packe ich die jetzt erstmal aus. Das ist hier der Monitor, der WLAN-Monitor, der in dem Karton sauber verpackt erstmal drin ist. Den hole ich raus. So, da haben wir hier eine schöne glatte Oberfläche mit unseren Bedienteilen und auf der Rückseite haben wir unsere Anschlüsse. Dazu passend haben wir natürlich auch die passende Außenstation, die in dem Karton hier drin ist. In unserer anthrazitfarbenen Variante haben wir hier unsere schöne Front mit Gravurmöglichkeit und hier auf der Rückseite auch eben diese Anschlusspins, die man beim Monitor schon gesehen hat, nur in einer anderen Größe. So, jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze aufbaut. Ich habe hier wieder unsere Außenstation in Anthrazit aus Aluminium gefertigt, optional mit Gravur. Diese Variante gibt es hier mit bis zu 4 Klingeln oder alternativ in Silber mit Fingerprint bis zu 3 Klingeln. Fingerprint gibt es auch für die Anthrazit-Variante. Wir haben hier unsere Innenmonitore, die aus Glasfront gefertigten mit weißem Hintergrund. Einmal mit WLAN, ist jetzt hier noch nicht sichtbar, und einmal ohne WLAN. Bei der Außenstation kann man auch die Namensschilder ganz leicht einfach austauschen. Die sind hier magnetisch, dementsprechend gibt es hier die Kerbe, da kann man das rausnehmen und einfach einen anderen Namen einsetzen. Das hier ist die Unterputzdose, die wird in der Wand montiert. Wenn die dann in der Wand sitzt, wird die Außenstation hier reingeschraubt und festgeschraubt mit diesen zwei Verankerungen. So, jetzt zeige ich euch den Aufbau des Ganzen. Wir haben hier wieder unsere Innenanlage. Die wird über zwei vorbereitete, im Lieferumfang enthaltene Teile angeschlossen. Hier haben wir einmal einen Trafo, der ans Hausnetzwerk angeschlossen wird und einen Gleichstrom liefert von 24 Volt. Hierbei ist die Polarität vom Trafo in Richtung Bus zu beachten. Dann haben wir hier den Busverteiler, der die Impulse weitergibt an die jeweiligen Geräte. Wir haben hier zwei Ausgänge für den Monitor und hier zwei Ausgänge für die Klingelstation. So, auf der Klingelstation haben wir hier diese Pins und hier gehen wir mit dem blauen Stecker auf die Pins B1, B2. In dieser Variante schließe ich jetzt einen WLAN-Monitor dazu an, der ebenfalls auf dieser Rückseite diese Pins hat mit B1, B2. Es gibt hier auch noch Ausgangspins B1, B2, um weitere Monitore anzuschließen. Man kann hier pro Klingeltaster bis zu 4 Monitore anschließen und alle 4 gleichzeitig in Betrieb auf ein Klingelsignal nehmen. Das hier ist der WLAN-Monitor, der braucht jetzt ein bisschen zum Hochfahren. Hier haben wir unser Firmenlogo mit der entsprechenden Warteleiste, die angibt, wie lange das dauert, bis der WLAN-Monitor hochgefahren ist. WLAN bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Geräte miteinander unter WLAN verbunden sind, sondern dass es ein WLAN-Signal gibt, das aufs Smartphone weiterzuleiten ist und über eine App dann das Ganze auch bedienbar ist. Genauso bedienbar wie über den Monitor selbst. Wir sehen jetzt hier, dass der Monitor hochgefahren ist und sehen hier eine Uhrzeit und ein Datum, das natürlich optional einstellbar ist. Unser Klingelsignal ertönt jetzt hier. Ich klingel und es kommt natürlich auch gleich das Bild dazu. In dem Fall sieht man es natürlich nicht, so rum ist es dann doch besser. Und wir haben hier unser Bild mit sehr guter Auflösung und einem 170 Grad Weitwinkel. Wichtig an dieser Anlage ist außerdem, dass man dem Bus einen Befehl mitteilt, welcher der Monitore am weitesten entfernt ist, beziehungsweise welcher Monitor das Ende der Leitung bedeutet. In diesem Fall, wie ich es hier angeschlossen habe, ist es eine Reihenschaltung zweier Monitore. Das heißt, dass eine Leitung vom Bus zum ersten Monitor geht und eine weitere Leitung vom ersten Monitor zum zweiten Monitor. In diesem Fall ist der zweite Monitor der Monitor, der am weitesten vom Bus entfernt ist und muss dementsprechend diesen Dipschalter auf On gestellt haben. Der andere Monitor, der
näher am Bus dran ist, muss den Dippschalter auf 1 stehen haben. Eine weitere Möglichkeit, diese verschiedenen Monitore anzuschließen, wäre, wenn man sie parallel direkt an den Bus anschließt. Damit wäre allerdings jeder der Monitore das Ende der Leitung und somit müsste jeder Monitor auf On stehen. Bei dieser Variante haben wir jetzt drei Möglichkeiten, Türöffner anzuschließen. Zweimal auf der Außenstation, über NO1 und COM1 und über NO2 und COM2. Das sind hier potenzialfreie Kontakte. Wir haben hier einen Türöffner vorbereitet, der über eine eigene Stromversorgung mit einem 12-Volt-Trafo läuft. Den schließe ich jetzt erstmal hier auf NO1 und COM1 an. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass man den Trafo in Reihe schaltet. Das heißt, von COM geht ein Kabel hier auf das Trafo, vom Trafo weiter auf den Türöffner und vom Türöffner wieder zurück auf NO1 in das Außengerät. Jetzt schließe ich noch meinen Monitor dazu an. So, wenn ich jetzt hier die Klingel betätige, kann ich am Monitor, der jetzt auf lautlos gestellt ist, einschalten und mit dem Tor-Symbol kann ich hier den Türöffner betätigen. Dieser ist jetzt offen und jetzt ist er wieder zu. Die Einstellzeit ist optional, die kann man verstellen. Wenn man noch den dritten Türöffner an die Innenstation anschließt, über NO1 und COM1, ist die Türöffnung von Monitor aus über den Schlüsseltaster hier zu öffnen. Um nun die verschiedenen Türöffner auch anzusteuern, muss man hier beachten, dass man zwischen den Türöffnern umschalten kann. Dies geschieht im Kameramodus. Entweder, indem ich über diesen Reiter hier direkt das Bild einschalte von der Außenstation. Dann sehe ich hier zum einen Schloss Nummer 1 und Schloss Nummer 2. Schloss Nummer 1 ist automatisch ausgewählt. Das heißt, Türöffner Nummer 1 ist in diesem Falle bereits ansteuerbar. Möchte ich nun den Türöffner Nummer 2 ansteuern, muss ich mit der Pfeiltaste das Schloss wechseln, den aktivieren und Tür öffnen. So, das Besondere an dieser Anlage ist, dass es noch eine zweite Möglichkeit gibt, einen Türöffner anzuschließen, ohne eine externe Spannungsversorgung. In diesem Fall muss man hier eine Brücke einbauen zwischen dem Anschluss COM1 und Ground und den Türöffner anschließen über NO1 und plus 12 Volt. Des Weiteren gibt es noch eine zweite Anschlussmöglichkeit für einen weiteren Türöffner über NO2 und 12 Volt, indem man hier auch Ground und COM2 brücken müsste. Dabei ist wichtig zu beachten, dass der Türöffner hier für maximal 12 Volt und 0,3 Ampere ausgelegt sein muss, was bei älteren Modellen oftmals nicht der Fall ist. Die Außenstation unserer Anlage hat hier nun mehrere Dippschalter mit mehreren Funktionen. Zum einen gibt es hier Dippschalter 1 und 2, die dafür verantwortlich sind, wie viele Außenstationen zusammengeschaltet werden können. Bis zu 4 verschiedene Außenstationen kann man hier in Betrieb nehmen. Der Dippschalter Nummer 3 sorgt dafür, wenn er in dem Fall, wie er hier eingeschaltet ist, dass die Außenanlage selbst beim Klingelvorgang keine lauten Töne von sich gibt. Schaltet man das ab, hört man auch die Außenanlage klingeln. Dippschalter 4 und 5 sind für die Türöffnerzeit des NO2-Anschlusses verantwortlich. Dippschalter Nummer 6 benötigt man nur, wenn man zwischen einem elektrischen und magnetischen Türöffner umschalten möchte, wobei wir hier in Europa hauptsächlich die elektrischen verbauen. Und die letzten beiden Dippschalter 7 und 8 sind zuständig für die Türöffnungsdauer auf dem Anschluss NO1. Wichtig ist es, wenn man Veränderungen an den Dippschaltern vornimmt, dass man die Anlage jedes Mal neu startet. So, bei dem Monitor ohne WLAN ist die Oberfläche ein klein wenig anders. Hier gibt es diese 8 Reiter. Und um den Monitor alleinstehend zu benutzen, ohne weiteren Monitor auf eine Klingel zugeordnet, muss dieser Monitor auf Master eingestellt werden. Dazu geht man auf Benutzer, geht hier nach unten bis zu dem Reiter Master und Erweiterung und stellt hier auf Master ein. Möchte man diesen Monitor als Erweiterungsmonitor nutzen, sprich als zweiten Monitor auf eine Klingeltaste zugeordnet, muss man die Erweiterung aktivieren. So, unsere
Innengeräte haben natürlich noch viel mehr Funktionen. Sind sie beispielsweise mit einer SD-Karte ausgestattet, kann man hier auch Aufnahmen machen. Man kann zwischen den einzelnen Innenstationen kommunizieren über Intercom, auf die Überwachungskamera von draußen zugreifen. Anruflisten hat man darauf auch abgespeichert. Im Benutzer gibt es sehr viele Einstellungen wie Tastentöne, Ruftonlautstärke, Überwachungsdauer und noch vieles mehr. In der Systemeinstellung kann man dann über die Eingabe des Passwortes dann, wie im letzten Video gezeigt, schon die Zuordnung einstellen. Hier die Information, die nochmal eine Zusammenfassung dessen gibt, was eingestellt wurde. Und einen Standby-Modus kann man den einschalten. Eine weitere wichtige Funktion ist die Intercom-Funktion. Hierfür geht man im Menüreiter auf Intercom und hat hier verschiedene Möglichkeiten, zwischen den Monitoren zu kommunizieren. Möchte man nun einen Bewohner mit einer anderen Außenklingel anrufen, der an der gleichen Außenanlage angeschlossen ist, mit mehreren Klingelfunktionen, dann drücke ich hier auf Bewohner. Ich kann aber auch, wenn ich mehrere Monitore an einer Klingel angeschlossen habe, die Monitore miteinander kommunizieren, indem ich die Erweiterung anrufe. So, natürlich hat auch unser WLAN-Monitor mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen die Systemeinstellungen, indem man Sprache, Datum, System, Klingeltöne, Lautstärke und auch ein WLAN-Setup vorbereiten kann. Dann haben wir auch hier wieder die Intercom-Funktion zwischen mehreren Monitoren. Die Konfiguration, die wir vorhin schon im anderen Video durchgegangen sind. Und ganz wichtig, um die Individualität unserer Kundschaft zu gewährleisten, kann man unter Medien auch eigene Klingeltöne hochladen beispielsweise oder auch eigene Fotos über dieses Display ausstrahlen. Und zu guter Letzt landen im Aufnahmesender die gemachten Bilder, wenn jemand an der Klingel klingelt. Und die werden dann, wenn eine SD-Karte vorhanden ist, hier auch abgespeichert. So, jetzt kommen wir zur Konfiguration des Ganzen. Hier muss man, in dem Fall ist es der WLAN-Monitor, den auf die jeweilige Klingel zuordnen. Dafür geht man hier in die Einstellungen mit diesem Einstellungsrädchen. Nun suchen wir uns die Konfiguration, drücken auf OK. Türstation ID 01 heißt, dass die Türstation 1 angeschlossen ist auf diese Anlage. Das kann man optional auch ändern, wenn man mehrere Türstationen anschließt. Dann haben wir hier das Installations-Setup. Hier muss man das Passwort, das voreingestellt, mit 6x die 1 eingeben und anschließend mit der Raute-Taste bestätigen. Hier ist jetzt wichtig, dass der Admin auf Aus steht und die Klingeltaste kann hier zugeordnet werden auf 1, 2, 3 oder 4, je nachdem, welche Klingelbelegung man damit auch anwenden möchte. In dem Fall muss man das dann auswählen und kann man hier verstellen. So, um die WLAN-Funktion unseres WLAN-Monitors zu nutzen, benötigt man nun die Tuya Smart App. Die haben wir hier schon vorinstalliert. Man muss ein Gerät hinzufügen. Auf Videoüberwachung, Smart Doorbell, den QR-Code auf WLAN-Modus ändern, in den nächsten Schritt auf AP-Modus stellen und nun haben wir hier unser Netzwerk schon voreingegeben. Beim Kunden muss natürlich das jeweilige Heimnetzwerk verwendet werden und das heimeigene Passwort. Und nun jetzt verbinden. Jetzt müssen wir auf dem Monitor den AP-Modus aktivieren. In den WLAN-Setup, Wi-Fi-Einstellungen, AP-Modus einmal drücken zum Annehmen und nochmal drücken zum Aktivieren. Nun startet unser Monitor neu. Es dauert ein bisschen, bis der Monitor geladen hat. So, nach dem Laden des Monitors erscheint hier an der Oberseite des Displays eine Nummer, Smart Live, in diesem Fall D7BD1E. Diese Nummer muss in den WLAN-Einstellungen gefunden werden. Die haben wir hier.
Nun ist man am Verbinden. Jetzt muss man zurückwechseln in die Tuya-App und die Suchmodus, die 2-Minuten-Suchmodus beginnen. So, nun muss man nur noch auf Fertigstellung und hat die Koppelung zum Monitor erfolgreich absolviert. So, wenn man die WLAN-Funktion unseres WLAN-Monitors nur nutzen möchte, benötigt man die Tuya Smart App, wie vorhin angegeben. Das Gerät wurde ja schon hinzugefügt und nun hat man hier in dieser Kategorie Security Camera mehrere Möglichkeiten, auf die Außenstation zuzugreifen. Also man hat hier das Bild. Man kann auch Töne einstellen, indem man die Berechtigungen vergibt und auch den Türöffner betätigen auf verschiedene Arten, der Außen- und der Innentüröffner. Und auch Schnappschüsse machen, wie Bilder, um Standbilder festzulegen. Wenn nun auf der Außenstation geklingelt wird, bekommt man eine Rufweiterleitung aufs Telefon und kann den Anruf beziehungsweise den Klingelton von hier annehmen. So, nun hat man die Möglichkeit, bei einer Außenanlage mit Fingerprint seinen Fingerabdruck zu hinterlassen. Dazu benötigt man die App AnySafe, nur für Android geeignet. Hier habe ich die Außenanlage schon gefunden im Bluetooth und habe sie schon hinzugefügt über dieses Kettenglied. Nun wollen wir versuchen, einen Fingerabdruck zu hinterlassen. Dafür gehen wir in die Einstellungen, geben das Passwort ein, 6x9. Nun sind wir eingeloggt. Jetzt gehen wir in das Fingerabdruckmanagement. Und nun können wir Fingerprint 1 aktivieren, indem wir einfach einen hinzufügen. Und nun hat es 2x getutet, das heißt, es ist angenommen. Und nochmal, es hat grün geleuchtet, nun ist der Fingerabdruck hinterlegt. So, in dieser App gibt es natürlich noch mehrere Funktionen. Hier kann man beispielsweise, wenn man sich einloggt, mit erstmal 999999, auch noch das Login-Passwort beispielsweise ändern. Auf dieser Leiste hier kann man ein 6-ziffriges Passwort vergeben, wie es einem gefällt. Eine weitere Funktion sind auch die Öffnungszeiten der Türöffner. Hier kann man beide Türöffner Öffnungszeiten einstellen. Voreingestellt sind 5 Sekunden für Schloss 1 und 2 Sekunden für Schloss 2 einstellbar zwischen 0 und 99 Sekunden. Eine weitere Möglichkeit, die Türöffner zu betätigen, wäre über ein Ziffernpasswort, das man hier einstellen kann unter Schloss 1, Schloss 2. Beispielsweise gebe ich jetzt hier das Codewort, den Code 123456 ein und unten drunter 987654. Nun gehe ich zurück und kann über das Schlosssymbol den Türöffner mit dem Code ansteuern. Entweder 123456 oder eine weitere Möglichkeit war das zweite Code. Der zweite Code von 987654. Innerhalb des Fingerabdruckmanagements gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, beide Türöffner anzusteuern oder nur einen. Ich kann mehreren Fingern verschiedene Funktionen geben, beispielsweise mit dem Zeigefinger Türöffner 1 betätigen, mit dem Mittelfinger Türöffner 2 betätigen oder wie es einem beliebt. In diesem Fall muss ich einfach nur innerhalb dieser Kästchen das Häkchen für die richtige Türöffner setzen. L1 ist der Türöffner 1 und L2 Türöffner 2. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich konntet ihr ein paar nützliche Tipps für die Installation bei euch zu Hause mitnehmen, denn dafür haben wir das Video ja gemacht. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne die Kommentarfunktion nutzen oder auch unseren technischen Service kontaktieren, egal ob per Telefon oder per Mail. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst uns noch ein paar Likes da.